der Berufsschule 7. Wir wollen heute mal über GUIs sprechen, die ersten Schritte, die wir unternehmen in der grafischen User Interface Welt, und wollen hier, ich sag mal, die einfachsten Elemente mal kennenlernen, so dass wir dann basierend darauf dann etwas aufwendigere Applikationen auch mal realisieren können. Die Zielgruppe ist für dieses Video 11. Klasse Fachinformatiker und wie immer, jeder darf zugucken. Ja, was heißt GUI eigentlich? GUI steht für Graphical User Interface. Also, was brauchen wir? Wir brauchen erstmal einen User. Und dieser User möchte mit einem Programm kommunizieren. Das heißt, er braucht irgendeine Schnittstelle, wo er mit dem Programm eben interagieren kann. So, was brauchen wir dafür? Als erstes mal ein Bildschirm. Das heißt, wir wollen jetzt nicht mehr mit irgendwelchen Einzelbefehlen agieren, also mit Konsolenbefehlen, sondern wir wollen grafisch sehen, was wir da treiben. Und damit wir das nicht nur passiv sehen, sondern auch aktiv interagieren können, brauchen wir sowas wie eine Maus und können da entsprechend dann das Ganze kontrollieren. Keyboard kommt natürlich auch dazu, aber beschränken wir uns jetzt erstmal auf die Maus. Als Programmierer wollen oder können wir gar nicht die ganzen Funktionalitäten, die hinter so einer GUI stecken, selber programmieren. Also die Anbindung ans Betriebssystem, die Realisierung der Buttons, Abfang der Click-Events und so weiter. Und das müssen wir auch gar nicht, weil es gibt jede Menge Bibliotheken, die uns einfach APIs zur Verfügung stellen, mit denen wir dann genau diese Funktionalitäten schon fix und fertig geliefert bekommen und dann einfach nur noch in unsere Programme einbauen können. Und wenn wir beispielsweise in Visual Studio jetzt für Windows ein Programm schreiben wollen, dann könnten wir beispielsweise Windows Forms verwenden. Oder wir nehmen den Nachfolger, damit wir hier State of the Art sind, würden wir die Windows Presentation Foundation verwenden. Wenn wir, was weiß ich, im Online-Bereich sind, dann könnten wir beispielsweise mit HTML und JavaScript sogenannte Single-Page-Applications schreiben. Das heißt, im Browserfenster würde es dann so wirken, als hätten wir ein fest installiertes Programm. Das würde funktionieren. Oder auch im mobilen Bereich, beispielsweise Android, aber auch für die iPhones gibt es wiederum eigene Bibliotheken, die die GUIs realisieren. Dann haben wir in Java jede Menge Möglichkeiten. Ganz unten als Basis ist das Advanced Widget Toolkit, die AWT-Klassen. Und irgendwann hat man dann beispielsweise Swing draufgesetzt. Das wäre eine Möglichkeit. Oder Standard Widget Toolkit oder JavaFX oder die Apple-Jungs würden Cocoa nehmen. Und bei Unix würde es weitere Bibliotheken, GTK Plus und so weiter geben. Und das ist jetzt schon jede Menge. So, ich werde es natürlich nicht schaffen, hier alles entsprechend in diesen Kurs reinzubringen. Aber es gibt auch eine gute Nachricht. Und zwar ist es so, die grundsätzlichen Ideen hinter diesen ganzen APIs ist eigentlich immer das Gleiche. Das heißt, wir haben gewisse Standardfunktionalitäten und es ist quasi wurscht, was wir verwenden. Wir werden ähnliche Konzepte in allen anderen Bibliotheken wiederfinden. Wir kümmern uns hier jetzt um Java Swing. Das werden wir verwenden, eben als Beispiel für GUI-Programmierung. Warum Java Swing? Es ist einfach ein Teil der Standard-Java-Installation. Das heißt, ich muss keine Bibliotheken einbinden. Ich kann das OpenJDK verwenden. Ich kann von Oracle das JDK verwenden. Das ist wurscht. Das funktioniert bei beiden ohne irgendwelche Anpassungen. Dann bietet mir Swing alle wichtigen Funktionalitäten, die wir bei den anderen auch finden. Vielleicht jetzt mit Ausnahme der XML-Konfiguration, aber wer das programmatisch hinkriegt, kriegt es mit XML genauso hin. Dann ist es sehr einfach zu verstehen, weil wir wirklich nicht in irgendwelche tiefen Sphären abtauchen müssen. Das ist eigentlich alles relativ straightforward. So, was muss eine GUI können? Im Prinzip, was eine GUI können muss, egal mit welcher Bibliothek wir das verwenden, sie muss in der Lage sein, erstmal mit dem Betriebssystem zu kommunizieren. Weiterhin müssen wir in der Lage sein, Informationen anzuzeigen, also jetzt entweder über Text oder über Bilder. Dann müssen wir natürlich User-Interaktionen verarbeiten können, also Texteingaben oder irgendwelche Mausklicks. Und
Was ein GUI auch können sollte, ist, es muss Elemente anordnen können. Wenn wir beispielsweise unser Fenster resizen, dann muss irgendwie die GUI sich darum kümmern, dass das Ganze noch irgendwie sinnvoll angezeigt wird. Das können nicht alle APIs bzw. nicht alle Layout-Manager, aber wir werden hier einen verwenden, der genau das macht. Bevor wir jetzt aber loslegen, müssen wir noch eine Kleinigkeit uns nochmal anschauen. Und zwar gehen wir mal davon aus, wir wollen ein einfaches Programm schreiben, das einfach zwei Zahlen voneinander abzieht. Wenn ich das rein konsolenbasiert mache, dann würde das ungefähr so aussehen. Also gehen wir mal davon aus, wir starten jetzt auf der Konsole das Programm und dann habe ich hier einfach so ein kleines Unterprogramm geschrieben, das halt von der Konsole die Eingaben liest und wir würden jetzt irgendwas eingeben, sagen wir mal die 10 und dann auf Enter drücken. Dann würde die nächste Zeile verarbeitet werden. Hier würden wir jetzt den Subtrahenten angeben, sagen wir mal die 7 und wieder Enter. Das Programm würde berechnen und dann eben ja, terminieren. Gut, jetzt haben wir hier eine Besonderheit. Und zwar, unser Programm bietet uns jetzt keine Möglichkeit zu wählen, wann was einzugeben ist. Das ist festgelegt. Das heißt, Konsolenprogramme werden sequenziell verarbeitet. Ein Schritt nach dem anderen. Da gibt es keine Möglichkeit, jetzt in irgendeiner Form diese Sequenz abzuändern. Und das ist für die GUI-Programmierung in der Form so ja nicht sinnvoll möglich. Wenn wir die gleiche Funktionalität mit einer GUI realisieren würden, dann könnte das Ganze so aussehen. Ich habe mein Minuend, mein Subtrahent und ich gebe jetzt hier mein Subtrahent ein und nicht den Minuend zuerst, dann erst den Minuend und dann lasse ich berechnen und dann steht eben mein Ergebnis da. So würde das bei einer GUI eben realisiert werden. Das heißt, ich habe die Wahlmöglichkeit, wann ich was machen möchte. Und das heißt, dass meine GUI-Programme auf asynchrone Events reagieren müssen. Das ist ein ganz, ganz großer Unterschied zwischen meinen Konsolenprogrammen und den GUI-Programmen. Das heißt, die ganze Technologie, die ganze Abarbeitungsmechanik, die dahinter steckt, sieht komplett anders aus. Was heißt es jetzt? Also, dieser Button, der ist natürlich auch in irgendeiner Form programmiert. Hat irgendjemand mal ein Programm geschrieben, der halt sich, dieses Programm kümmert sich halt eben um diese Funktionalitäten in dieser API, die wir verwenden. So. Und in diesem Programm wird irgendwann mal abgefangen, wenn dieser Button geklickt wird. Und was wir jetzt machen müssen, wenn dieser Button geklickt wird, möchten wir ja, ich sag mal, individuelle Programme realisieren, beispielsweise hier unsere Berechnung von Minuend minus Subtrahent. So, dieses Programm, das den Button darstellt, wird von einem eigenen Thread ausgeführt und das ist der sogenannte UI-Thread. Das ist der User Interface-Thread. Das heißt, das ist das Programm, was ständig darauf wartet, dass ich mit diesem GUI irgendwas tue. Also ich klicke mit einem Button oder mit einer Maus auf den Button. Das heißt, irgendein Programm muss das erkennen und dann dieses Klicken in irgendeiner Form verarbeiten. Das ist dieses UI-Stuff-Programm. Jetzt möchte ich aber individuelle Funktionalitäten realisieren. Das ist dann MyStuff, wo halt dann drin steht Minuend minus Subtrahent, also meine Rechnung, eben meine Aktion, die basierend auf dem Button-Klick realisiert werden muss. Und dieses Programm, das ich geschrieben habe, muss irgendwie von dem Programm im UI-Thread aufgerufen werden. Das heißt aber, dass solange mein Programm läuft, wird der UI-Thread aufgehalten, beziehungsweise kann sich nicht um dieses Button-Klick abfangen kümmern. Das ist jetzt bei einer Rechnung Minuend minus Subtrahent natürlich kein großes Problem. Wenn ich jetzt aber irgendwelche komplizierten Berechnungen mache, Datenbankabfragen, File lesen, Internetdatenabrufe etc., dann geht es in der Form nicht. Dann muss man sich irgendwas anderes überlegen. Schauen wir uns das Ganze jetzt nochmal schematisch an. Das soll jetzt dieser UI-Thread sein und der muss sich jetzt um unser User Interface kümmern. So,
Alle Elemente, die wir auf unsere GUI gesetzt haben, die muss jetzt dieser UI-Thread verwalten. Das heißt, er muss sie anzeigen und vor allem beim Button darauf hören, was wurde denn hier jetzt eingegeben oder was wurde geklickt bei den Textfeldern, wann hat es den Fokus, wurde was eingegeben etc. Diese Elemente muss der UI-Thread ständig überwachen. So, jetzt können wir uns das Leben leicht machen und können unseren Code hier einfach auch dem UI-Thread geben und sagen, du kümmerst dich jetzt quasi auch noch um meine Berechnung. Und das funktioniert wunderbar, das heißt, die Berechnung wird ausgeführt und ich lasse jetzt das Ergebnis dann direkt hier auf mein Textfeld, wo das Ergebnis dann stehen soll, eben draufschreiben. So, das funktioniert aber nur für sehr kurze Berechnungszeiten. Wie gesagt, für lange Aktionen, die sehr viel Zeit kosten, funktioniert das nicht. Weil, wenn ich jetzt beispielsweise, gehen wir mal davon aus, ich hole mir aus dem Internet irgendwelche Daten, die jetzt in meinem Programm verarbeitet werden, in der Zeit, wo jetzt diese Abfrage läuft, würde mein User Interface nicht mehr reagieren. Das heißt, ich könnte nochmal so oft ich will auf den Button klicken, es würde nichts passieren, weil der Thread, der damit jetzt beschäftigt ist, zu warten, bis die Daten aus dem Internet kommen. Also das funktioniert nicht. Es ist sogar so, dass manche APIs, ein Beispiel wäre Android, regelmäßig prüfen, ist denn der UI-Thread gerade so in der Lage, Informationen zu verarbeiten. Und wenn die Zeit, bis diese so eine Art Ping ist, es, die Zeit zu lange dauert, bis der UI-Thread sich meldet, würde ein Android-Handy eben eine Fehlermeldung liefern und sagen, der UI-Thread ist zu busy, da ist irgendwas schief. Und das wollen wir an der Stelle nicht. Für die Programme, die wir hier schreiben, ist es so, wie wir es gerade sehen, ausreichend. Also ich werde jetzt, wenn wir jetzt die Beispiele realisieren, tatsächlich alles, was wir an Berechnungen haben, in dem UI-Thread durchführen, weil die Berechnungen sehr, sehr klein und sehr einfach sind. Trotz allem möchte ich der Vollständigkeit halber jetzt gleich nochmal zeigen, wie man das anderweitig noch löst. So, eine Möglichkeit wäre es jetzt, einen eigenen Thread, also einen parallelen Thread zu realisieren, der dann diese ganzen Berechnungen macht. Das ist auch durchaus üblich, aber wir haben jetzt hier ein kleines Problem. Wenn ich von einem aus Sicht des UI-Threads externen Thread auf Elemente des UI-Threads zugreifen möchte, wie beispielsweise das Ergebnis hier zurückschreiben, gibt es einige APIs, die hier zu einer Exception führen. Also es gibt diverse APIs, bei denen der GUI-Thread keinen Zugriff von außen auf die von ihm verwalteten Elemente erlaubt. Bei Swing funktioniert das. Swing ist da relativ robust, wobei das Ganze nicht thread-safe ist, aber auf die Details wollen wir jetzt hier nicht eingehen. Aber bei WPF beispielsweise funktioniert es nicht. Und es wäre jetzt bei Java auch nicht, ich sag mal, die eleganteste und beste Art und Weise, das mit dem eigenen Thread zu realisieren. Aber grundsätzlich mal, wie gesagt, bei Swing würde es gehen. So, was ist jetzt die bessere Art, sowas zu machen? Das läuft über einen sogenannten Worker-Thread. Und diese Worker haben eine definierte Callback-Methode zu dem UI-Thread. Und das ist sozusagen in den UI-Thread eingebaut, dass der eben über so einen Worker entsprechend Informationen geliefert bekommt. Und die meisten GUI-APIs und ich glaube sogar alle bieten solche Worker-Threads an. Der Grund liegt darin, dass der UI-Thread selber entscheiden muss, wann er auf diese API-Elemente bzw. auf diese grafischen Elemente zugreift, weil es kann ja durchaus sein, dass dieser UI-Thread gerade irgendwas mit dem Element macht und wenn jetzt irgendein anderer Thread damit irgendwie was zu tun haben möchte, also beispielsweise der UI-Thread greift gerade Informationen von einem Textfeld ab und genau in dem Moment schreibt jetzt ein anderer Thread auf dieses Textfeld drauf, kann es eben zu Komplikationen geben. Und diese Worker-Threads, die sind dann so gestaltet, dass eben der UI-Thread das selber entscheidet, wann der Worker-Thread jetzt auf diese Elemente zugreifen darf oder nicht. Gut,
Wie gesagt, das ist jetzt schon sehr hochfliegend, das Ganze, was ich hier erzähle. Für unsere Programme, die wir jetzt schreiben, brauchen wir diesen ganzen Sermon nicht. Aber wie gesagt, ich wollte es der Vollständigkeit halber mal erwähnt haben, nicht, dass irgendjemand da böse auf die Nase fällt. Gut, jetzt kümmern wir uns mal um unser kleines Beispiel, unser kleines Subtraktionsprogramm und schauen uns den Code an, den wir brauchen, um das eben zu realisieren. Also, wir beginnen hier oben mit dem Import. Diese ganzen Swing-Elemente befinden sich in der JavaX-Swing-Bibliothek, das heißt, wir müssen sie importieren. Wir können auch die einzelnen Elemente importieren, aber ich habe es einfach mal hier mit Punkt Stern gemacht, dass wir alles drin haben. Dann haben wir jetzt unsere Klasse, MySubtractFrame habe ich das getauft, und diese Klasse braucht jetzt Funktionalitäten für das Anzeigen auf dem Bildschirm. Und diese Funktionalitäten holt sich die Klasse von JFrame. JFrame ist eine fertige Klasse, die in der Swing-Bibliothek drin ist, und ich erweitere sie lediglich um meine Funktionalitäten. Und hier sehen wir jetzt den großen Vorteil der ganzen Objektorientierung, dass wir ohne großen Aufwand existierende Funktionalitäten in unsere Klassen einbauen können, einfach durch dieses Extends. So, und dieser JFrame, der kümmert sich jetzt um den UI-Thread. Das heißt, dieses Ding hat schon sämtliche Funktionalitäten drin, die wir brauchen, um eben in dem User-Interface irgendwelche Sachen machen zu können. Unsere Main-Methode, die ist jetzt nur noch sehr, sehr klein, weil wir ja keine sequenzielle Abarbeitung mehr haben, sondern diese ganze Abarbeitung jetzt dem JFrame überlassen. Das heißt, das Einzige, was ich in meiner Main-Methode mache, ist, ich erzeuge jetzt ein Objekt von meiner Klasse, die ja eben auch die Funktionalitäten von JFrame beinhaltet, und damit läuft jetzt quasi mein Programm auf meiner virtuellen Maschine. Für die Swing-Experten ist das jetzt natürlich nicht ganz so dolle. Das ist eine sehr, sehr vereinfachte Methodik, die ich jetzt zeige. Da gibt es noch sehr viel aufwendigere. Aber für unsere kleinen Programme soll das jetzt auf jeden Fall mal ausreichend sein. Wir müssen da nicht noch tiefer in die Sphären von Swing einsteigen. Wie gesagt, für uns ist es ausreichend. Dann haben wir den Konstruktor. Und in diesen Konstruktor packe ich jetzt alles rein, was wir vorbereitend tun müssen, um eben unsere GUI anzuzeigen. Und hier habe ich jetzt einfach zwei Methoden rein, Initialize und SetVisible. So, ich überspringe kurz Initialize, da gehen wir gleich mal drüber und gehe gleich mal auf das SetVisible. SetVisible True bewirkt, dass mein JFrame, also mein MySubtractFrame, angezeigt wird. Defaultmäßig, also wenn ich das Ding nicht aufrufe, wird es nicht angezeigt. Das heißt, wenn ich diese Zeile vergesse, dann läuft zwar mein Programm, nur ich sehe nichts. Und ich kann jetzt hier mit SetVisible False das Ding auch wieder verstecken. Gut. Im Prinzip kann ich sagen, sobald jetzt MySubtractFrame Konstruktor durchgelaufen ist, läuft der UI-Thread. Mit SetVisible wird er auch angezeigt, sprich mein Frame ist sichtbar, und dann können wir eben entsprechend weitermachen. Kommen wir zur Initialize-Methode. Das ist jetzt keine Methode, die JFrame zwingend fordert, nur ich möchte meinen Konstruktor nicht überfrachten mit Code, deswegen lagere ich das hier in eine Methode namens Initialize einfach auf. Und die macht es einfach die wesentlichen Sachen, beispielsweise den SetTitle, da oben hier dieses Subtraktion, packe ich oben in diese Leiste rein, und dann kann man das eben entsprechend sehen. Beziehungsweise, wenn ich jetzt mit der Maus unten auf die Taskleiste gehe, dann sieht man eben auch diesen Wert. Noch eine ganz wichtige Sache kommt hier rein, und zwar die Default Close Operation. Die setze ich üblicherweise immer auf Exit und Close. Das heißt, der UI-Thread wird beim Schließen beendet. Jetzt kann man sagen, ja klar, was denn sonst?
Jetzt muss man wissen, dass dieser J-Frame auch als Teil eines größeren Programms agieren kann. Und damit möchte man eben nicht, dass der UI-Thread schließt, wenn ich eben so ein Teilfenster schließe. Und dieses Verhalten kann ich hier einstellen. Und das darf nicht vergessen werden. Es wird gerne vergessen. Und ich zeige mal ganz kurz an einem Live-Beispiel, was es bedeutet, wenn ich das eben vergesse. Wir sehen hier ein Testprogramm, TestFrame 1, und das ist im Prinzip das, was wir gerade besprochen haben, allerdings ohne diese Exit und Close Definition. Und hier habe ich Exit und Close als Default Close Operation. Das heißt im Prinzip, schauen wir nochmal, so ist das eine, so ist das andere. Das Einzige, was sich hier ändert, ist diese Exit und Close Geschichte. So, jetzt starten wir das Ganze mal. Java Test Frame. Ich beginne mal mit Test Frame 2. Und jetzt sehen wir hier, ist unser Test Frame 2. Wunderbar. Und ich beende das Ganze und dann ist auch mein Thread beendet. Das heißt, das komplette Java-Programm ist terminiert. Und jetzt mache ich das gleiche mit Test Frame 1. Hier sehen wir auch unser Test Frame 1. Und jetzt schließe ich das und wir sehen, wir sind hier nicht mehr zurückgekommen. Das heißt, der Thread läuft noch. Und das ist an der Stelle natürlich schlecht, weil ich wollte ja eigentlich mein Programm beenden. Mit Steuerung C kommen wir jetzt hier wieder raus. Aber grundsätzlich hoffe ich, dass wir sehen, dass wir ohne dieses Set Default Close Operation Exit und Close eben den Thread einfach weiterlaufen lassen wollen, und das wollen wir natürlich nicht. Also wie gesagt, das sollten wir nicht vergessen. Dann haben wir hier unten noch die Fenstergröße in Pixel. Die habe ich jetzt ein bisschen groß gewählt, eigentlich zu groß, aber ist jetzt an der Stelle erstmal egal. Das werden wir dann später nochmal anpassen können. Gut, jetzt wollen wir uns darum kümmern, dass wir die einzelnen Elemente auf unseren JFrame draufpacken. Und dazu habe ich wiederum eine eigene kleine Methode geschrieben, die nenne ich jetzt hier als SetElements. Ich rate grundsätzlich jedem, wenn GUI programmiert werden, dass möglichst die Funktionalitäten in Einzelmethoden zerlegt werden. Man muss es kapseln, weil sonst kennt man sich am Ende wirklich hinten und vorne nicht mehr aus. Also hier bitte darauf achten, es zu kapseln. Ich habe jetzt es nicht übertrieben hier. Normalerweise würde ich es noch ein bisschen weiter zerlegen. Aber sonst würden die Codefragmente hier wirklich zu unübersichtlich für diesen kleinen Bildschirmteil werden. Aber bitte merken, möglichst in einzelne Teile zerlegen. So, was machen wir hier bei SetElements? Ich erzeuge jetzt ein Textelement und das wäre in Swing-Sprech ein JLabel. Und das erzeuge ich als Objekt. Und als Parameter gebe ich jetzt hier einfach einen Text, in dem Fall Minuend ein und damit ist es erzeugt. Jetzt müssen wir das Ganze noch hinzufügen an den JFrame oder MySubtractFrame und dann wird der entsprechend auch angezeigt werden. Das können wir jetzt tatsächlich testen. Wir starten das Programm mal und dann sehen wir eben sowas. Wie gesagt, der Frame ist ein bisschen groß geraten, aber egal. So. Jetzt haben wir noch eine kleine Stilfrage, die wir klären müssen. Und dazu füge ich jetzt noch mal was hinzu. Und zwar so eine Methode, die einfach neuen Text setzen soll. Jetzt müsste ich hier irgendwie txt min set text und irgendeinen Text setzen. Das heißt, ich würde gerne dynamisch den Wert von diesem Textelement, von diesem JLabel ändern. Das funktioniert aber nicht, weil diese Variable txtmin lokal ist. Die habe ich ja oben in SetElements erst deklariert. Das heißt, ich kann sie hier unten nicht nutzen. Und insofern, ganz wichtige Sache, wir packen unsere Elemente, unsere GUI-Elemente immer in Instanzvariablen rein, so dass wir im gesamten GUI-Programm darauf zugreifen können. Wie gesagt, wir müssen es nicht tun, es würde auch ohne funktionieren, wenn wir nicht nachträglich dynamisches in irgendeiner Form ändern wollen oder bei Textelementen darauf zugreifen wollen etc. Also ich rate jedem, das einfach strikt mit Instanzvariablen zu realisieren, dann haben wir da die wenigsten Probleme.
Gut, dann geht's weiter im Text. Wir haben ja noch ein paar weitere Sachen auf unserer GUI zu platzieren. Also unseren Subtrahent, das machen wir auch mit dem stinknormalen Label und packen das hier unten genauso rein wie das andere auch. So, wenn wir jetzt aber unser Programm starten, sehen wir nur noch das zuletzt hinzugefügte J-Label. Das ist schlecht. Ich würde eigentlich gerne beide haben. Woran liegt das? Im Prinzip, wenn wir uns das so vorstellen, ich habe hier mein Label mit Minuend hier draufgepackt. Und wenn ich jetzt einfach ohne irgendwas zu tun mein zweites draufpacke, dann ja, wird das alte überklebt. Ich sehe das alte nicht mehr. Und das wollen wir so natürlich nicht haben. Das heißt, wir müssen uns hier irgendwas Schlaueres überlegen. Und zwar kommt jetzt hier der Layout Manager ins Spiel. Und der soll sich jetzt darum kümmern, dass diese Elemente irgendwie platziert werden. Ja? Und sogar so, dass er dynamisch bei Größenänderungen, beim Resizing von unserem Fenster darauf reagieren soll. Es gibt Layout Manager, die können das, andere können das nicht. Wir wollen einen verwenden, der das kann. Und es soll dann irgendwie so aussehen. So, wenn wir das Ganze jetzt hier verkleinert haben, soll sich das Ganze irgendwie so einigermaßen im gleichen Verhältnis eben auch anpassen. Also Layout Manager kümmern sich also um die Platzierung unserer Elemente. Dynamisch oder nicht dynamisch, sei jetzt mal dahingestellt. Aber das ist ein ganz wichtiges Element, was wir verstehen müssen, um GUIs sinnvoll programmieren zu können. Ein Layout Manager legt also fest, wo welches Element platziert wird. Dann ist es so, dass viele APIs einfach unterschiedliche Layout-Manager anbieten. Also welche, die dynamisch das Ganze platzieren, welche, die es einfach nur übereinander platzieren, welche, wo man es exakt pixelgenau platziert und so weiter. Dann gibt es viele Layout-Manager, das gibt es jetzt bei Swing in der Form nicht, die aber mit einer eigenen Konfigurationssprache, meistens das XML, konfiguriert werden können. Also bei WPF von Microsoft ist es beispielsweise so, bei Android ist es so und bei JavaFX ist es auch so. Dort kann man das Ganze eben mit einer Konfigurationssprache eben machen oder und eben auch per Code. Wir kümmern uns jetzt hier einfach nur um den Code, weil wer den Code versteht, versteht die XML-Sprache normalerweise auch. Und wichtig, wir nutzen jetzt hier in Swing das Gridbag-Layout. Ich nehme es deswegen gerne, weil das eben auch dieses dynamische Resizing macht und relativ viele Elemente hat, die wir in anderen Layout-Managern wie WPF beispielsweise jetzt auch wiederfinden. Und deswegen konzentrieren wir uns jetzt hier darauf. So, das heißt, wir gehen wieder zurück in unseren Code und passen den jetzt nochmal ein bisschen an. Als allererstes müssen wir den Import ergänzen. Wir haben hier die Java AWT-Bibliothek, wo diese Layout-Manager drin liegen. Und hier an der Stelle im Initialize mache ich es üblicherweise, setze ich jetzt den Layout Manager. Hier hole ich mir den Content Pane, das ist sozusagen die Inhaltsebene meiner GUI und sage dieser Inhaltsebene, pass mal auf, wenn du Elemente platzierst, mach das mit dem Layout Manager und hier muss ich einfach einen neuen Layout Manager reinpacken, eben diesen Gridbag Layout Manager. Okay, soweit, so gut. Jetzt schauen wir uns die Set-Elements-Methode nochmal an. Die müssen wir ja jetzt grundlegend ändern, weil wir wollen ja jetzt hier unseren Layout-Manager in irgendeiner Form konfigurieren. Und dazu packen wir jetzt hier mal was komplett Neues rein. Und als allererstes muss ich die sogenannten Gridbag-Constraints erzeugen. Das ist so ein, man kann sich das vorstellen wie so ein Konfigurationsfragebogen, den der Gridbag-Layout-Manager braucht, damit er weiß, wo er die einzelnen Elemente platzieren muss. Das heißt, wir erzeugen solche Constraints und dort schreiben wir dann eben unsere Config-Informationen rein und geben die dann eben bei der Platzierung weiter.
Und ich rate euch auch auf jeden Fall, für jedes Element die Gridback-Constraints neu zu erzeugen, weil sonst gibt es ganz zum Teil ganz ja, unschöne Verhaltensweisen. Ich sag mal, für ganz einfache Layouts funktioniert es, wenn ich quasi die immer wieder verwende, aber es kostet ja nicht viel, hier eine weitere Codezeile mit einzubauen. Gut, jetzt können wir das Ding weiterverfolgen. Wir haben jetzt hier Grid X und Grid Y und Grid Width 2. Was wir machen ist, wir legen uns so ein gedachtes Raster über unseren J-Frame und können jetzt eben sagen, wo an welcher Stelle was platziert wird. Das stellen wir uns einfach so vor. Wir haben jetzt hier unser GUI und sagen, hier legen wir jetzt so ein vertikales Raster drüber und haben jetzt x-Koordinaten 0, 1, 2 und das Ganze machen wir auch zeilenweise mit y-Koordinaten 0, 1, 2. Und hier hätte ich jetzt die Grid Width 2, weil dieser Subtrahent-Text geht jetzt über zwei Spalten hinweg. Und damit wir es einheitlich haben, mache ich das Ganze beim Minuend genauso. Dann haben wir da am wenigsten Layout-Probleme. Ja. Das wäre eigentlich so der Gedanke. Schauen wir uns das jetzt im Code nochmal an. Hier oben war Grid X, Grid Y, Grid Width. Und jetzt mache ich noch was Wichtiges. Ich habe jetzt hier eine Gewichtung. Und zwar möchte ich, dass beim Resizing die Gewichtung der einzelnen Spalten und Zeilen unterschiedlich ist, so dass ich jetzt beispielsweise hier die linke und mittlere in Summe mit dem Gewicht 80 habe und Y mit den Gewichten 33% und damit eben alle Zeilen einigermaßen gleich gewichtet sind. Diese Gewichtung, das ist manchmal ein bisschen eine Frickelei, dass es wirklich genau das Verhalten an den Tag legt, wie wir das noch haben wollen. Aber mit den Anfangswerten, wie wir sie hier haben, funktioniert schon mal ganz gut. Es muss nicht zwingend sich in Summe auf 1 addieren. Ich mache es gerne, dass sich sämtliche Gewichte immer auf 1 addieren, damit ich einen besseren Überblick habe. Aber das würde anders auch funktionieren. Dann fügen wir jetzt unser Element, unser J-Label hinzu. Das Erzeugen hat sich ja nicht geändert. Und hier packe ich jetzt nicht nur dieses txt-min-J-Label hinzu, sondern eben auch die Constraints. Und das wird dann intern von meinem J-Frame an den Layout-Manager übergeben. Und der platziert dann mein Element genau an der Stelle, wo wir es haben wollen. Gut, dann haben wir jetzt hier noch ein neues Element. Dieses Ergebniselement, also Ergebnis-Doppelpunkt. Und hier habe ich jetzt keine Spaltenüberschneidung. Bei Minuend und Subtrahend habe ich das ja hinterlegt. Also lasse ich einfach das Grid Width hier weg. Und ansonsten funktioniert es genauso. Dann haben wir noch unsere Eingabefelder. Hier dieses JText-Field. Das wird jetzt hier mit einem Leerstring initialisiert. Wenn ich jetzt in diesem Parameter nicht einen Leerstring eingeben würde, sondern Hallo, dann würde initial bei Minuend hier eben Hallo drin stehen. Und dieses 3 ganz rechts ist einfach nur die Spaltenbreite, so dass ich dem Ding eine initiale Größe mitgebe. Wenn ich mehrzeilige Eingabefelder haben möchte, dann muss ich in Swing hier JText Area angeben. In anderen APIs ist es kombiniert, aber da muss man einfach dann die Doku lesen. Kommen wir zu den Buttons. Die werden auch ganz normal erzeugt mit einem Parameter, in dem Fall ein Textparameter. Man kann hier auch Bilder hinterlegen, aber dazu werde ich im nächsten Video was sagen. Ja, ansonsten ist es eigentlich alles. Dann wird der Button erzeugt und wird eben hier auch entsprechend platziert. Jetzt haben wir aber ein kleines Problem. Der Button muss ja irgendjemanden informieren, wenn geklickt wurde. Und die Frage ist, wen informiert der? Und dazu schreiben wir uns jetzt ein kleines Unterprogramm, was aufgerufen werden soll, wenn der Button geklickt wird. Und dieses Unterprogramm, diese Methode heißt jetzt Action Performed. Warum das so heißt, komme ich gleich drauf. Und hier sollen jetzt eben alle Sachen gemacht werden, die entsprechend notwendig sind, wenn der Button eben geklickt wurde.
Also gehen wir mal davon aus, die Maus hat jetzt hier irgendeinen Klickimpuls, der muss an den Button geleitet werden. Und wir haben ja gesagt, diesen Button haben wir ja gar nicht selber geschrieben. Dieser Button ist eine fertige Funktionalität, die in unserer Bibliothek, in unserer Swing-Bibliothek drin war. Und wenn jetzt die Maus dieses Klick-Event erzeugt, dann wird irgendwo in den Tiefen unserer Java-virtuellen Maschine dieser Button-Code, der ja in der Bibliothek drin war, ausgeführt. Und jetzt muss ich es irgendwie schaffen, dass in diesem Code mein Code aufgerufen wird, eben mein Action-Performed-Code. Und hier helfen uns diese sogenannten Interfaces. Also dieser Event-Händler, der in diesem Code von dem Button drin steckt, ist jetzt lediglich der Aufruf oder die Notwendigkeit, dass ein Objekt hinterlegt wird, das jetzt dieses Interface implementiert. Das heißt, in meinem Code brauche ich jetzt irgendwie eine Klasse, die diesen Action Listener implementiert, damit ich dann sagen kann, lieber Button, du nimmst jetzt bitte meinen Code, meine Klasse und rufst die gefälligst auf, wenn die Maus geklickt wurde. Das heißt, das Ding muss hier entsprechend reinpassen. Und genau dafür haben wir ja gesehen, früher sind die Interfaces gemacht worden, die es mir eben erlauben, einen Code zu schreiben für Klassen, die erst später realisiert werden. Das heißt, ich habe hier in meinem Button-Code von der Bibliothek irgendwo eine Variable vom Typ Händler oder Event Listener. Und wir in unserem Code implementieren einfach diesen Event Listener und damit ist die ganze Sache eigentlich soweit gegessen. So, wir gehen jetzt wieder in unseren Code und schauen mal, was wir jetzt ändern müssen. Hier ganz oben brauchen wir jetzt ein paar neue Imports für das Action Event und den Action Listener. Das macht ja eigentlich Eclipse immer ganz nett von alleine. Dann haben wir hier diesen Implements Action Listener. Das brauchen wir, damit der Button weiß, yo, unser Code oder unsere Klasse kann von dem Button aufgerufen werden. So, was soll passieren? Gehen wir nochmal ganz schnell durch Action Performed durch. Hier soll eben dieses parseInt ausgeführt werden. Das heißt, ich hole mir den Text von dem Subtrahend, von dem Minuend und hier möchte ich dann eben entsprechend diese Rechnung ausführen und dann in dieses ResultValue das Ganze eben reinschreiben. So, das wäre jetzt fast alles. Jetzt gibt es noch eine Sache, die uns fehlt. Und zwar haben wir jetzt den Button ja noch gar nicht mitgeteilt, dass wir unsere Klasse dazu verwenden wollen, dass diese Events aufgerufen werden oder dass dieses Action Performed aufgerufen wird. Und dazu fügen wir hier folgende Codezeile ein. Wir sagen jetzt buttonCalc.addActionListener. Also ich füge jetzt sozusagen jemanden hinzu zu dem Buttoncode, der auf dieses Action Performed Event reagieren kann. Und wer ist es in dem Fall? Ja, ich habe das in diese Klasse reingesetzt, also mache ich das mit this. Das Ganze kann man auch jetzt in eine andere Klasse dranhängen. Das heißt, ich kann eine eigene Klasse bauen, die sich nur um dieses Handling kümmert. Oder ich kann wirklich nur eine Instanz realisieren, die nur für diesen einen Button da ist. Aber ist jetzt an der Stelle aus meiner Sicht nicht wirklich notwendig. Es ist ausreichend, wenn wir das in diese komplette Klasse reinpacken. So, jetzt müssen wir noch eine kleine Anpassung machen, die wir eigentlich nicht zwingend brauchen. Aber ich möchte es der Vollständigkeit hier auf jeden Fall auch noch mal kurz zeigen, weil wir das für spätere Programme auch brauchen. Und zwar prüfe ich hier unten, wer denn diesen Action Performed Aufruf eigentlich gemacht hat. Und das kriege ich aus diesem Action Event raus mit GetSource. Das heißt, wenn GetSource genau diesen BT-Calc, also diesen Button entspricht, den ich hier verwendet habe oder programmiert habe, dann und nur dann muss eben diese Rechnung ausgeführt werden. Das brauche ich
Vor allem dann, wenn ich mehrere Buttons habe. Also wenn ich jetzt diese Klasse an mehrere Buttons dranhänge als Action Listener, dann kann dieses Action Perform natürlich von verschiedenen Buttons aufgerufen werden. Und dann muss ich natürlich wissen, welcher das war. Und das macht man dann mit diesem Code. Ja, das wäre eigentlich so im Großen und Ganzen alles. Jetzt schauen wir uns das gleich nochmal live an, wie das Ganze in einer realen Programmierung aussieht. Gut, der Code ist jetzt entsprechend so, wie wir das eben auch gesehen haben. Und jetzt starten wir das Ganze mal. Und jetzt sehen wir, wie gesagt, viel zu groß, aber man könnte es jetzt auch ein bisschen kleiner machen. Und wir sehen, unser Layout Manager packt das Ganze hier noch dran. Jetzt ist es so, dass die hier mittig zentriert sind. Das kriegt man hin, indem man das dann auch rechtsbündig macht. Das gibt da die Methode setAnchor, dass man die dann auf East, also nach rechts gerichtet macht. Spare ich mir jetzt alles. Da muss man dann so ohnehin immer wieder die Doku befragen. Wir probieren jetzt einfach mal aus, ob unser Programm läuft. Wir geben hier die 10 ein, wir geben hier die 7 ein und mit Kalk steht dann hier jetzt die 3. Das heißt, soweit funktioniert unser Programm einwandfrei. So viel dazu. Das ist mal wieder ein etwas längeres Video geworden, aber ich glaube, GUI-Programmierung kriegt man nicht wirklich in einer kleineren Einheit hin. Ich werde jetzt noch ein paar weitere Videos zu diesem ganzen Thema GUI nochmal produzieren, aber ich glaube, mit diesen Schritten, die wir hier haben, können wir die grundsätzlichen Sachen schon mal ganz gut erledigen. Also, dann dranbleiben und bis zum nächsten Mal.